Ja, neu bei uns bei Pearl TV. Es ist ein Produkt, das ist im Katalog und unglaublich beliebt. Das wird uns da aus den Händen gerissen. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben es noch nicht richtig im Fernsehen gezeigt. Das wollen wir heute noch mal nachholen, weil wir Ihnen das Produkt auch mal zeigen wollen. Das ist das Schöne hier an Pearl TV. Man sieht die Produkte im Katalog und denkt, wozu kann ich das wohl brauchen? Es geht hier um einen, ich lese das mal vor, einen WLAN-Uhrreiniger mit Full-HD-Kamera, Rebecca. Und der macht das Ohrensäubern auch ganz leicht. Und das ist ein Thema, da möchte man vielleicht jetzt meinen, will man jetzt vielleicht nicht so drüber reden, aber Ohrenschmalz ist ja was ganz, ganz Natürliches und ganz, ganz Wichtiges auch. Ne? Ja. Wir brauchen Ohrenschmalz, weil der Ohrenschmalz, der schützt unsere Ohren vor Bakterien. Aber wenn Sie zu viel Ohrenschmalz haben, dann kann das schon mal auch zu Beschwerden führen. Vielleicht haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht und vielleicht möchten Sie auch einfach Ihre Ohren auf schonende Art und Weise reinigen und das können Sie mit diesem WLAN-Ohrreiniger tun. Übrigens, nebenbei bemerkt, falls Sie das noch mit Wattestäbchen machen sollten, das ist keine gute Idee. Warum? Weil Sie mit dem Ohrenstäbchen unwillkürlich, aber es passiert nun mal, den Ohrenschmalz noch weiter in den Gehörgang reindrücken. Und das ist nicht so gut. Und das führt auch zu Beschwerden. Deswegen statten Sie sich hier lieber professionell aus. Sie haben zum einen den Stift, den Moni gerade in der Hand hält und schon im Einsatz hat. Und dazu kommen übrigens auch noch 8 verschiedene kleine Aufsätze. Und diese Aufsätze ermöglichen Ihnen jetzt, Ihr Ohr zu reinigen und gleichzeitig mit der kostenlosen App auch zu sehen, wie es da drin aussieht. Deswegen also man WLAN. Kann da ganz gezielt sozusagen hier agieren und kann so schauen, wie sieht es denn da tatsächlich aus. Ne? Ja, ich hab gelesen in Vorbereitung auf die Sendung, dass 80% aller Sachen, die ein HNO-Arzt macht, ist Ohren sauber machen. Also es ist wirklich, betrifft jeden von uns, mich hat es auch schon betroffen. Das ist sehr unangenehm, man hört schlecht und wenn es ganz schlimm ist, schon auf dem Trommelfell liegt oder sowas, dann hat man auch so einen Unterdruck irgendwie im Kopf. Und das ist eben sehr unangenehm und dann, wenn man dann zum HNO-Arzt will, dann muss man sich einen Termin geben lassen, der ist meistens eine ganze Zeit lang weg. Hiermit können Sie sich selber helfen und hier sehen wir das mal in diesem Modell, wie das funktioniert. Es ist wirklich sehr, sehr beliebt bei uns im Katalog. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache, womit Sie das dezent in Ihrer Privatsphäre selber machen können. Da sehen wir mal den Innenaufbau von so einem Ohr. Das ist ja auch interessant. Ja, und vor allem dieses kleine Häutchen, was man da sieht, kurz vor dem Trommelfell, das ist super gefährlich, dagegen zu stoßen mit so einem Wattestäbchen. Sollten Sie nicht machen, sorgt für Verletzungsgefahr und das wollen wir nicht. Unser Ohr ist ja sehr, sehr empfindlich und ich glaube mal, ich würde mal vermuten, dass das einen Sinn hat, dass wir da eigentlich im wahren Leben gar nicht drankommen an diese Stellen. Aber wir wollen es eben schonend reinigen und das geht hiermit. Hier sehen Sie die kostenfreie App. Die ist jetzt verbunden mit dem Stift, mit dem Ohrreiniger, den Moni in der Hand hält. Und sie zeigt uns hier netterweise gerade ihren Ring von nahem. Sie können aber nicht nur Ihre Ohren damit reinigen, Sie können auch beispielsweise Muttermale ansehen. Schauen Sie mal, das ist ja auch super wichtig, ne? Dass man Muttermale mal so ein bisschen beobachtet. Ich habe zum Beispiel ein Muttermal gesagt bekommen, wo mein Arzt meinte, schauen Sie sich das bitte genauer an, beobachten Sie das. Damit können Sie auch Fotos machen. Also Sie gehen einfach mit der Kamera an Ihre Muttermale, machen da Fotos und können das dann Ihrem Hautarzt zeigen. Es gibt ja auch mittlerweile Online-Ärzte. Ich kann zum Beispiel auch bei einem Arzt online meine Bilder von meinen Muttermalen einschicken und der Arzt bewertet das dann. Da muss ich gar nicht mal zum Arzt hin. Da ist das natürlich auch eine super Hilfe, dass Sie diese HD-Aufnahmen haben, also richtig gute Bildqualität haben Sie hier, können Fotos machen, die speichern Sie ganz einfach auf dem Handy ab. Mit dem Handy können Sie dann auch, wie gesagt, zum Arzt gehen. Übrigens haben Sie auch immer die richtige Ausrichtung. Wir haben hier wirklich einen Ohrreiniger, der genau dafür gemacht ist. Also es ist nicht einfach nur eine Kamera. Sie haben da auch ein 4-Achsen-Gyroskop drin, dass die Bildausrichtung immer genau richtig ist. Und Sie haben einen extra breiten Blickwinkel von 70 Grad, also einen großen Ausschnitt, damit Sie da auch ordentlich sehen können. Übrigens, 2-mal die Woche sollte man die Ohren reinigen. Ja, und das sollte man richtig machen. Das ist es eben nicht mit den, nicht mit den Wattestäbchen. Es ist ja auch so, das Ohr fühlt sich ja relativ weich an, aber da ist eine Schicht, die ist ungefähr einen halben Zentimeter breit. Da ist Haut direkt auf dem Knochen. Da ist also keine Pufferzone drin.
Und wenn man die verletzt, hat man ein Problem. Mhm. Deswegen muss man wirklich sehr vorsichtig sein mit dem Ohrwurm. Gehen Sie nicht mit irgendwelchen Sachen rein, die da nicht reingehören. Schauen Sie mal hier, wie viele Aufsätze haben wir hier? Acht Aufsätze. Genau, die sind natürlich auch entsprechend sehr, sehr klein, aber genau dafür konzipiert. Hier sehen Sie alle 8 Aufsätze nochmal zusammengefasst. Ja. Also haben Sie wirklich für jedes Bedürfnis den richtigen da dabei. Ist ja wie eine richtige kleine Schaufel hier. Wie eine kleine Schaufel, und das ist es eben. Ne? Du drückst es nicht rein, wie bei dem Wattestäbchen, sondern du schaufelst es sozusagen raus. Und das ist viel, viel besser und schonender. Ja. Auch dieser weiche Kunststoff, den wir hier haben. Ne? Du merkst, das gibt so ein bisschen nach und ist nicht ganz so hart. Also es ist genau für diese Zwecke konzipiert. Schauen Sie mal, wie klein das hier ist. Ist unglaublich. Ne? Ich halte mal meine Hand dahinter, dann können Sie das vielleicht besser sehen. Das ist jetzt hier vorne, das ist so eine kleine Schaufel. Und das ist hier dehnbar ein bisschen. Damit können Sie aber richtig den Dreck hier rausholen. Das ist also wirklich ganz beeindruckend, diese Technik hier. Und wie gesagt, machen Sie es bitte mit dem richtigen Gerät. Es ist unangenehm, wenn das Ohr verstopft ist. Ich weiß das selber aus eigener Erfahrung. Und wenn man dann zum HNO-Arzt will, dann muss man eben auf einen Termin warten. Hier können Sie es wirklich nochmal, es ist in Ihrer Privatsphäre, da braucht niemand dabei zu sein. Das können Sie ganz bequem selber machen. Da sehen wir das mal, wie sowas dann eben rausgeholt wird aus dem Ohr. Ganz schonend und einfach. Und Sie haben das alles im Blick mit dieser HD-Kamera. Das finde ich auch noch beeindruckend, dass man da nicht einfach so im Ohr rumstochert, sondern auch genau sieht, was man damit macht. Ja, und man sieht, wie es da drin aussieht. Ne? Gerade wenn du mit einem Wattestäbchen beispielsweise unterwegs bist, dann pulst du ja immer so auf Verdacht rum. Ja, ja. Abgesehen davon, dass nochmal das ziemlich gefährlich ist mit dem Wattestäbchen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe Wattestäbchen kennengelernt als Ohrenstäbchen. Ja. Das ist ja auch so ein umgangssprachliches Wort. Ja. Aber das ist nicht gut. Das sollten Sie lassen und sollten lieber jetzt hier einen professionellen WLAN-Ohrenreiniger sich nach Hause holen. Und dann machen Sie das ganz einfach alleine, sind in Ruhe, sind nicht unter Beobachtung und machen das auf schonende Art und Weise. Ja, und das gerade mal für gut 20 Euro ist ein Riesenpreis hier. 21,84 € für dieses tolle Gerät. Das ist ein hochtechnisches Gerät. Sehr nochmal, es ist bei unseren Online- und Katalogkunden unglaublich beliebt. Und wir haben es bis jetzt noch nicht so richtig zeigen können. Jetzt haben wir mal eine schöne Sendung damit gemacht. Ich hoffe, Sie haben alles mitgekriegt. Benutzen Sie keine Wattestäbchen und gehen Sie bitte mit nichts anderem in Ihr Ohr rein. Holen Sie sich einen Termin beim HNO-Arzt, wenn Sie ein Ohr verstopft haben, oder machen Sie es hier mit unserem coolen, kann man dazu auch noch sagen, coolen WLAN-Full-HD-Ohrenreiniger. Das Ganze wird per USB geladen, ne? Genau, und deswegen bieten wir Ihnen jetzt auch passenderweise das passende Netzteil an. Sie haben ein kleines Kabel, was schon mitgeliefert wird mit USB-Anschluss, das einfach in den Adapter reinstecken und dann lädt er sich auch ganz von alleine hier auf. Netzteile haben Sie vielleicht schon, aber verwenden das eher für Smartphones oder für Tablet-PCs. Die sind meistens belegt bei mir zu Hause, deswegen das einfach mitbestellen und dann haben Sie auf jeden Fall den passenden Adapter jederzeit zur Hand. Übrigens dann auch natürlich für jedes andere USB-geladene Gerät. Ja, ist ein super Preis für ein Netzteil. Das ist unser beliebtestes Netzteil hier. Grundsolide. Funktioniert übrigens auch mit 110 Volt, wenn Sie mal im Ausland sind. Damit können Sie dann Ihre Kamera aufladen. Unser WLAN-Ohrreiniger mit Full-HD-Kamera hat die Bestellnummer ZX5203569, ist ab Lager lieferbar. Und für gut 20 Euro tun Sie sich einen Gefallen und holen sich dieses tolle technische Gerät. Auch, dass der sich automatisch umdreht in die richtige Richtung, finde ich faszinierend. Ne? Ja, auch mit dem Licht hier vorne, ne, muss ja auch entsprechend ausgeleuchtet sein. Also das ist schon wirklich hier richtig gute Technik, die Sie sich zunutze machen können. Ich finde den Preis, der ist es auch absolut wert. Ne? Ja, ich meine, das sollte man wirklich mal ausprobieren. Ich meine, diese Wattestäbchen, da gibt man ja jedes Mal neu an. Das ist eine einmalige Anschaffung hier. Holen Sie sich einfach, ist in wenigen Tagen bei Ihnen und versuchen Sie das mal selber hier in Ihrer Privatsphäre und dann können Sie Ihre Ohren selber sauber machen, brauchen keinen Termin beim Arzt und hören wieder gut. Also ran ans Telefon ZX5203569. Viel Spaß damit.